Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Am Marienplatz, wieder bei Toru Nakamura, 2-Sterne-Koch. Da haben wir mal seine Burger getestet. Und heute ist sein letzter Tag dort, zumindest mit dem Konzept Umai Street Food. Danach macht er irgendwas anderes, das werden wir dann natürlich auch abchecken. Aber heute erstmal, zum allerersten Mal in meinem Leben, gibt es Don's. Kennt ihr Food Wars? Da ist ja die Gebräunte in diesem Don Research Gruppe da. Bin gespannt, ich hatte das noch nie. So. Puh. Planänderung, ich habe mir doch was anderes gegönnt. Spezialburger der Woche, ich konnte nicht widerstehen. Wir gehen wieder dahin, wo wir die letzten zwei Male waren. Letztens auch mit Tati. Da hatte er ja den saftigen Chickenburger. Und ich musste, damit wir beide Burger da übernommen haben, den Veggie-Rote-Bete-Burger nehmen. Der war aber auch dafür, dass das Veggie-Rote-Bete war, richtig krass. Also, was man da aus Rote-Bete rausholen kann. Aber, Alter, ich war noch nie so gehypt auf das, was jetzt gleich kommt. Ich erwarte mir, dass es das beste Essen ist, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Oh mein Gott, ich habe einen perfekten Platz gefunden. Da ist es. Super saftig, Mann. Super saftig. Erstmal die Beilage. Ah, die Kartoffeln, die hatten wir beim letzten Mal schon. Die waren anders krass. Anders krass. Ich wusste gar nicht, dass es das war. Ich dachte, das haben die auch geändert. Mit Soße. Oh yes. Jetzt kommt's. Jetzt nicht fallen lassen. Ich schwöre, ich werde zum Boden essen. Es ist Wagyu Beef. Wollt ihr ihn genau sehen? Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hatte noch nie Wagyu Beef. Hat auch 25 Euro gekostet. Ja, beim letzten Mal schon krass. Ich habe mir zwei von den krassen Servietten geben lassen. Ja, das hat die letztes Mal ja voll begeistert. Alter, ich bin echt gehypt. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr schon mal Wagyu Beef hattet. Brauch einen Moment. Brauch immer noch einen Moment. Wow. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So viele Geschmäcker. Die Soße, das Fleisch, die Zwiebeln, das Brot. Fleisch ist irgendwie einfach fluffiger, wenn man es so beschreiben kann bei Fleisch. Ist einfach irgendwie so leichter, so himmlischer. Die Soße ist auch so krass. Echt leicht, simpel. Nicht so viele Zutaten, Soße, Zwiebeln, Fleischsalat. Heftig. Aber heftig.
Boah, ich bin satt. Die Kartoffeln sind krass. Vor allem viel. Also Kartoffeln sind Preis-Leistung echt krass. 3,50 für so eine Menge und so lecker, so eine Qualität. Burger, okay. Burger war extrem lecker. Der war krass, ja. Aber ich weiß nicht, also ich hatte ja den normalen, also den Chicken-Variante von ihm. Der war auch lecker, der war auch krass. Super lecker, super saftig. Und ich weiß jetzt nicht, wie krass das war, Wagyu Beef den Burger noch krasser gemacht hat, weil normal hätte er wahrscheinlich genauso gut geschmeckt. Wisst ihr, was ich meine? Mein Gott, meine Lippen sind noch voller Geschmack. Richtig saftig, Alter. Er war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Krass, kann man mal machen. Wird nicht alle Tage passieren, das erste Mal. Ich denke mal nicht das letzte Mal, zumindest burgertechnisch. My Street Food von Togu Nakamura schon, weil er in Winterpause geht, also eine Woche Pause und dann mit einem anderen Konzept wiederkommt. Aber schön, dass ich noch die Zeit gefunden habe, da nochmal vorbeizuschauen. Die anderen leider nicht. War sehr spontan, aber die haben was verpasst. Wagyu Beef haben die verpasst, Alter. Richtig saftig. Das war's auf jeden Fall von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Twitch und Instagram, demnächst wieder mehr Livestreams. Ansonsten vergesst nicht, serious business.